Kennen Sie diesen Mann hier? Ja, ich kenne diesen Mann sehr gut. Sehr gut sogar. Wer ist das? Was he Bismarck? No, it's Konrad Adenauer. Oh, Konrad Adenauer, yes. Ja, das ist der Adenauer. Richtig. Ja. Na also, ein paar Passanten in Heidelberg erkennen den Mitbegründer der CDU dann doch noch. Was die wenigsten aber wissen, aus zwei Ehen hinterließ der Staatsmann 7 Kinder und 24 Enkel. Einer von ihnen ist Andreas Adenauer, seit 30 Jahren in der Modeindustrie tätig. Vor 8 Jahren gründete er seine eigene Modekette, auch mit einem Laden in der Neckarstadt. Atemmode. Oh ja, gut Job. Warum macht der Enkel vom Adenauer keine Politik? Gut, dass er gerade in der Region unterwegs ist. Dann kann er uns es ja auch mal selbst erklären. Ich bin eher ein textiler Kaufmann. Politik ist für mich Zeitgeist und Bekleidung ist auch Zeitgeist. Menschen zu verstehen, das ist eigentlich das, was mich interessiert. Und das ist in der Bekleidungsindustrie so, wenn du deine Kunden, deine Gäste nicht verstehst, bist du nicht erfolgreich. Und wenn du als Politiker deine Bevölkerung nicht verstehst, bist du auch nicht erfolgreich. 27 der sogenannten Strandhäuser hat der Rheinländer mit seiner Familie mittlerweile gegründet. Die Philosophie? Was nehme ich mit für 3 Tage am Strand? Und eben genau das findet man hier. Seine Ehefrau ist hierbei vor allem für die Liebe zum Detail und der Designs zuständig. Qualität, na vor. Und Qualität ist Nummer 1. Noch Fragen? Wie er auf die Idee kam, so ans Meer zu kommen und diese Liebe zum Meer zu entwickeln, obwohl er eigentlich nicht vom Meer kommt. Ja, und was sucht ein Strandhaus eigentlich in Heidelberg? Meine Mutter ist Schwedin und ich kannte die Nord- und Ostseeküste wenig, bis ich Adenauer und Co. gemacht habe. Und dann habe ich Norderney entdeckt und gelernt, wie viele Deutsche die eigene Küste lieben. Und dann haben wir gesagt, wir gehen in erster Linie dahin, wo die Menschen gerne sind. So, und Heidelberg ist halt so eine Stadt, wo du gerne bist. International, viele Menschen kommen hier aus anderen Ländern, weil es hier eben schön ist. Für die ist das so typisch deutsch. Es hat eine tolle Mischung aus Alt, Neckar. So, und deswegen, das ist ein emotionaler, romantischer Ort und da passen wir hin. Rhetorisch steht der junge Adenauer seinem Opa in nichts nach. Und wenn es in Heidelberg schon kein Meer gibt, so fließt hier doch immerhin der wundervolle Neckar.